Hanau am 19. Februar 2020. Dieser Tag verändert hier alles. Tobias R. erschießt innerhalb weniger Minuten 9 Menschen. Aus rechtsextremen und rassistischen Gründen. Anschließend seine Mutter und sich selbst. Die Mordanschläge in Hanau bis heute unbegreiflich. Und für die Angehörigen geht der Albtraum immer weiter. Denn der Vater des Attentäters verhöhnt, belästigt und bedroht die Familien. Also er will mit meinen Schmerzen spielen. Politik und Justiz sind die Hände gebunden. Er übt, wenn er vor Ort ist, eine Form von subtilem Terror aus. Wie kann das sein? Wir sprechen für euch mit Angehörigen, Politikern und mit unserem HR-Reporter Heiko Schneider, der seit 3 Jahren engen Kontakt zu den Familien pflegt. Jetzt in das Thema, deinen exklusiven YouTube-News der Hessenschau. Serpil Temis Unvar fühlt sich unwohl, belästigt und bedroht im eigenen Haus. Jeden Tag die Sorge, dass er wieder vor ihrer Tür steht. Vor einem halben Jahr tauchte er zum ersten Mal auf, Hans-Gerd R., der Vater des Hanauer Attentäters. Er kommt immer wieder. Er will er will mit meinen Schmerzen spielen. Und er versucht immer in diesem Richtung ein Teil in unserem Leben sein. Und das ist wirklich überhaupt nicht gut. Ihr Sohn Ferhat wurde beim Anschlag getötet. Der Sohn von Hans-Gerd R. erschoss am 19. Februar 2020 9 Menschen aus rassistischen Motiven. Der Tatort nur wenige Meter entfernt von Serpil Temis Unvars Haus, genau wie das des Attentäters und dessen Vater. Wenn ihr noch mehr zu dem Hanau-Attentat wissen wollt, oben rechts findet ihr jetzt den Link zu einem weiteren Video von uns. Seit Oktober gibt es ein Annäherungsverbot für Hans-Gerd R. Trotzdem kommt er immer wieder zum Haus von Familie Unvar. Die Polizei bewacht es deshalb. Ich denke sehr oft dran. Es gibt auch Abende, wo ich nicht schlafen kann und die ganze Zeit dran denken muss, dass jederzeit wieder eine Bombe platzen kann. Das ist jetzt, um es so auszudrücken. Und es ist auf jeden Fall gar kein schönes Gefühl. Gegen Hans-Gerd R. laufen allein 30 Verfahren wegen Verstößen gegen das Annäherungsverbot. 16 weitere Verfahren, unter anderem, weil er Kinder einer Grundschule beleidigt haben soll. HR-Reporter Heiko Schneider berichtet immer wieder über den Vater. Von ihm wollen wir wissen, was ist das für ein Mann? Also er ist ein sehr selbstbewusster Mensch, sehr laut, steht gerne im Mittelpunkt. Ein Gutachter vor Gericht hat ihn mal beschrieben als teilweise ja, fast schon größenwahnsinnig. Also der ist jemand, der hält sich nicht gerne an Regeln, eher andersrum. Alle haben eher so nach seiner Pfeife zu tanzen. Das sieht man ja jetzt zum Beispiel ganz gut, dass er sich an dieses Annäherungsverbot einfach überhaupt nicht hält. Immer wieder sich der Familie Unvar nähert. Das hat man vor Gericht gesehen. Er war schon mal vor Gericht. Da hat er einfach die Vorsitzende Richterin immer wieder missachtet, hat geredet, obwohl er nicht reden sollte. Ja, und er ist halt definitiv auch jemand, der rassistische Ansichten vertritt. Ein Gutachter hat das so festgestellt. Er ist ja zum Beispiel auch vor Gericht verurteilt worden wegen rassistischer Beleidigung. Er sagt, mein Sohn, der Attentäter, ist gar nicht der Täter, sondern der ist das Opfer und die Getöteten, die sind die eigentlichen Täter. Er sieht das alles so als ja, so eine Art Verschwörung gegen ihn, gegen seine Familie. Also er tickt da ganz offensichtlich sehr ähnlich wie sein Sohn. Hans-Gerd R. soll außerdem Mitarbeiterinnen des Hanauer Rathauses belästigt haben. Wir sprechen über all das mit Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Er kennt das Problem natürlich. Die Lage um den Vater in Kesselstadt ist eine nachhaltig schwierige. Er übt, wenn er vor Ort ist, eine Form von subtilem Terror aus. Es ist sehr, sehr frustrierend, dass es nicht Möglichkeiten gibt, einer solchen Situation Herr zu werden. Rechtlich gesehen sind die Taten schlicht nicht schlimm genug, um den Attentätervater wegzusperren. Experten sind sich einig, den Behörden sind die Hände gebunden. So schwierig es also ist, das zu akzeptieren, es ist ein rechtsstaatlicher Grundsatz, dass Strafrecht immer nur dann aktiv werden kann, wenn eine Tat in der Vergangenheit schon begangen worden ist. Und ich glaube, das muss ein Rechtsstaat aushalten. Aushalten, das ist definitiv leichter gesagt als für die Betroffenen getan.
das, was der Mann macht, betrifft ja nicht nur die Opferfamilien. Nachbarn haben mir erzählt, dass es schon vor dem Anschlag anfing, dass dieser Mann im Prinzip schon immer so eine Art Querulant ist, dass er die Nachbarschaft so ein bisschen tyrannisiert. Und das setzt sich halt eben nach wie vor fort. Viele Menschen sagen halt, das Beste wäre, wenn dieser Mann wegziehen würde, aber er will das offensichtlich nicht. Es gibt keine Möglichkeit, ihn dazu zu zwingen oder sowas. Das heißt, so wie die Situation im Moment ist, so wird sie dann wohl auch erstmal weitergehen. Immerhin, vor kurzem musste Hans-Gerd R. eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe antreten, weil er eine Geldstrafe nicht zahlen wollte. Mittlerweile hat der 76-Jährige das Gefängnis aber wieder verlassen. Viele Menschen glauben, der Mann ist ohnehin ein Fall für die Psychiatrie. Vor Gericht wurde er aber als schuldfähig eingestuft. Er kann also nicht einfach so eingewiesen werden. Wir haben keine Möglichkeit, auf einer rein präventiven, also auf einer rein Gefahrenabwehrgrundlage, jemanden auf Verdacht in eine psychiatrische Anstalt oder Ähnliches einweisen zu lassen. Serpil Temes-Unvar weiß, Hans-Gerd R. ist aus dem Gefängnis zurück in der Nachbarschaft. Das lässt ihr keine Ruhe. Er will mich stören, bis ich umziehe von ihr. Dann irgendwie sagt er, ey, ich habe auch was gemacht. Ne? Ich habe was geschafft, aber ich habe das nicht. Gerne hätten wir auch mit Hans-Gerd R. gesprochen, ihn konfrontiert mit all dem, aber das will er offensichtlich nicht. Auch Heiko Schneider hat ihn in einer Verhandlungspause vor Gericht um ein Interview gebeten. Und dann habe ich ihn gefragt, können wir uns vielleicht außerhalb dieses Gerichts noch mal zu einem Interview treffen? Und hat er gesagt, ich soll ihm meine Visitenkarte in den Briefkasten werfen. Er überprüft mich dann, hat er gesagt, um zu gucken, ob ich denn in seinen Augen geeignet bin für ein Interview. Ja, bis heute hat dieses Interview nie stattgefunden. Was treibt Hans-Gerd R. an? Das bleibt ein Rätsel. Und das Hanauer Dilemma mit dem Attentätervater, es wird wohl weitergehen. Für mehr News aus Hanau und aus ganz Hessen, lasst gerne ein Abo da.